Hallihallo, liebe YouTube-Gemeinde. Ihr habt es nicht anders gewollt. Ich habe keine Vorschläge von euch bekommen. Also habt ihr jetzt Pech und bekommt den Too Much Information Tag. Wie ich es gerade schon sagte, habt ihr jetzt Pech. Denn jetzt gibt's nur noch das, was ich mache. Und wenn ihr das sehen wollt, dann guckt euch das an. Und wenn nicht, dann nicht. Gut. Weil das ziemlich viel ist, fange ich dann auch gleich mal wieder an. Das sind nur 50 Fragen und ihr müsst es euch anhören. Oder auch nicht, aber trotzdem wäre dieses Durchhaltevermögen hat, jetzt bin ich endlich drauf gekommen, also wer dieses Durchhaltevermögen hat, der guckt sich das jetzt an. Ich trage ein T-Shirt und eine Hose von C&A, ein Haarreifen von KBK und Ohrringe von Claire's. Bin ich je verliebt gewesen? Wäre schlimm, wenn nicht. Aber ich zeige euch dazu jetzt einen kleinen Beitrag. Also ja, ich war verliebt. Je verliebt, ja. Ich habe jetzt über die Fragen nicht so viel nachgedacht. Also ich habe sie jetzt hier vor mir und da lese ich sie ab. Und da denke ich erst so wirklich drüber nach. Und deswegen, das ist jetzt ziemlich schwer. Also ich kann sagen, ja, ich lag schon mal im Schnee nach einem Beziehungsende. Das war wirklich schlimm für mich, weil das war auch meine erste Liebe. Und ja, das ist ziemlich schlimm gewesen. Ja. Ja. Ja, hatte ich. Ja. Ich bin stolz 1,71. Oder 1,70. Ich habe mich lange nicht mehr gemessen. Ja, so um die Dreh. Wirklich? Wirklich? Ja, ich hab ja schon mal bei meinen Intensivwochen mein Gewicht immer gesagt. Ich wiege immer noch 71 Kilo. Ja. Ja, eins, und es wird auch bald eins zukommen, das zeige ich euch gleich, weil ich habe ein Foto gemacht, weil ich keine Lust habe, mich jetzt auszuziehen. Nein. Nein, nein, nein. Soll auch nie werden. Nein. Ja, da habe ich jetzt ein bisschen überlegt. Doch ein bisschen überlegt. Im Realen, als Schauspielerpärchen fand ich, sage ich ehrlich, weil das ist ja Vergangenheit, Johnny Depp und Vanessa Paradis sehr süß zusammen. Ich fand die niedlich. Also ich sehe, das ist so das, was ich mir vorstellen könnte. In einer Serie ist es Carrie Bradshaw und Big. Come in here. Don't follow me in here. I have to talk to you. What? What is it? What is it you have to say? I made a mistake. Fuck you. I love you. Ist es was anderes? Gibt es was anderes? Nein. In Film habe ich eigentlich nur eins, was mich wirklich sehr berührt hat. Ellie und Noah aus Wie ein einziger Tag. Ich finde die so süß. It wasn't over for me. I waited for you for 7 years. Now it's too late. I wrote you 365 letters. I wrote you every day for a year. You wrote me? Yes. It wasn't over. It still isn't over. Film und Buch, also es ist gleich eins gestellt hier.
Ja, viele. Wenn ich jetzt alle aufzählen würde, wäre ich, glaube ich, bis heute nicht fertig. Ich werde mich jetzt auf eine festlegen und sage, Grey's Anatomy, weil das gucke ich auf Dauerschleife manchmal bei Six. Also das kann ich immer gucken. Das ist wirklich so ein, da kann ich immer, immer. Ich habe keine konkrete Lieblingsband. Also ich höre alles so querbeet, aber wenn ich eine sagen würde, die ich immer hören kann, das ist Linkin Park. Ja, das ist Linkin Park. Das kann ich immer hören. Wütend, traurig, schmerzerfüllt, Hass. Das kann ich immer Wenn ich ehrlich bin, wenn ich ganz, ganz doll ehrlich bin, vermisse ich es, mit meiner besten Freundin in Lombok zu tanzen. Das ist echt zu kurz gekommen. Ich meine, ich spiele Just Dance, aber es ist nicht das Gleiche, einfach, ja, wieder Shows aufzubauen und so. Also, ja, ich vermisse das Tanzen mit meiner besten Freundin, ja. Das ist schon ziemlich lange, lange her. Spontan fällt mir da jetzt gerade keins ein. Nö. Ich höre alles, querbeet. Alles. Ich bin 23 Jahre alt. Das habt ihr ja schon in meinen 50 Fakten gehört. Jetzt hört das nochmal. Mein Sternzeichen ist Stier. Das habt ihr auch schon gehört. Tja, too much information. So, jetzt schwank ich mal weit aus. Nein. Auf jeden Fall also Treue suche ich. Suche ich nicht, habe ich schon, aber. Also, ja, vertrauenswürdig, liebevoll und auf jeden Fall Humor. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, ich habe das alles so, ich suche das nicht. Es ist keine Partnerbörse hier. Ja. Ja. Ich habe kein konkretes Lieblingszitat. Ich hatte mal eins, das steht auch noch auf meiner Facebook-Seite. Du verbrüderst dich mit dem Feind von Harry Potter. Das fand ich so toll im vierten Band, wenn Ron zu Hermine sagt, du verbrüderst dich mit dem Feind, weil sie mit Viktor Krumm ausgeht. Okay? Ich habe jetzt nicht so ein absolut tolles Lieblingszitat, was ich jetzt hier auch unterschmettern könnte. Nö. Meine Lieblingsfarbe ist rosa. So, einmal komplett. Da ich immer Musik auf Kopfhörern lieber mag als so dudelnd, würde ich meinen, ich mag mehr laute Musik, weil so halt. Ja, so mag ich Musik am liebsten. Gehe zu Freunden. Zu Freunden, Familie und nicht an einen abgekapselten Ort, sondern eher unter Leute. Ja, so würde ich das meinen. Tolle Überleitung, finde ich jetzt. Also Wahnsinn. Sprung vom Thema. 10 bis 20 Minuten. Würde ich jetzt einfach mal so meinen. Also 5 bis 20 Minuten. Ja, so. Keine Ahnung. Von bis zu, wenn man mal schnell einkaufen geht, zu Arbeit oder weggehen. 5 bis 2, ja. Große Zeitspanne. Zählt da eine Prügelei mit der besten Freundin auch? Also nicht jetzt, nicht, ich meine nicht spaßeshalber, sondern richtig. Wenn ja, dann ja, dann
War ich schon mal, ja. Da das ein TMI-Take ist, werde ich es jetzt auch ein bisschen ausholen und sagen, wenn... Also ich mag auf jeden Fall schöne Augen, also Augen sind das A und O. Was, ja... Eine tiefe Stimme? Anzüge! Anzüge! Und schwarzes Hemd. Anzüge und schwarzes Hemd. Das stimmt ja. Okay. Ja, Männer-Tangas. Nee, also jetzt mal Magic Mike-like. Glitzer-Tangas. Da kann der Typ noch so sexy sein. Ja, das tut mich ab. Oder, ja, Spaß machen. Also wenn man sich so ein bisschen verprügelt oder so, oder ein bisschen kitzelt, das turnt mich dann ab. So, ja. Ehrlich? Ehrlich? Weil ich Lust drauf hatte. Weil ich einfach Lust drauf hatte. Ich habe da jetzt keinen bestimmten Grund. Ich mache das gerne und ich machte das gerne und werde es auch noch zukünftig gerne machen, weil das ist mein Hobby, sollte ja so sein. Und ja, gibt jetzt keinen bestimmten Grund dafür, warum, weshalb, wieso. Schon wieder ein totaler Sprung. Ich habe Angst vor Spinnen, das wissen wir aber auch schon. Und alleine zu sein, also wirklich... Richtig doll alleine. Also jetzt nicht keine Freunde, nichts, gar nichts. Alleine. Mit 20 Katzen. Ja, das möchte ich nicht. Da habe ich ein bisschen Angst davor. Oder ein bisschen mittellos zu sein. Das ist auch scheiße. Aber letztlich alleine zu sein, spinnen und dass jemand geht, den ich liebe. Ja. Die letzte Sache, die mich zum Weinen gebracht hat, ist gar nicht mehr so lange her. Ja, es klingt jetzt halt vielleicht ein bisschen kitschig, aber als in Supernatural Staffel 2, Folge 1, ist das nicht ein toller Special Effect? Als John zu Dean sagt, dass er stolz auf ihn ist und bla und ihm auch was ihn so auflustet und dann weint. Also da wackt ja alles hier und er muss die Tränen unterdrücken und du denkst so, oh, Papa! 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 Ja, und ja, da habe ich das letzte Mal geweint. Das ist noch nicht so lange her, das war vorgestern. Heute Morgen, ja, als mein Freund auf Arbeit gegangen ist, habe ich ihm gesagt, dass ich ihn liebe. Nein! Verdammt! Meinem Spiegelbild! Ja, ich habe es ihm nicht gesagt, aber ich habe es ihm gezeigt. Kleine Geschichtsstunde. Ich habe angefangen, YouTube-Videos zu machen mit meiner besten Freundin Gitar. Wir nannten uns Sagi. Sandra geht da. Für ganz blöde. Die wilden Tücher. So, da entstand mein Spitzname Sa. Ich bin dann nach Dessau gezogen und hatte mich die Sa von Sagi genannt bei YouTube. Und das wandelte sich jetzt um in die Sa aus Dessau. Und deswegen ist das mein Online-Name. Ding, ding. Das letzte Buch, was ich gelesen habe, ist Die Bücherdiebin. Das Buch, was ich gerade lese, ist Ein Geschenk von Bob. Von James Bob. Mit Bob. Die letzte TV-Show, die ich... Frühstücksfernsehen, heute Morgen.
Das Frühstücksfernsehen ist für mich eine TV-Show. Ja, tschüss, Happy Cook. Ich habe eine Voice, also eine Voice-Nachricht an meine beste Freundin geschickt. Ich habe mit dir geredet. Ja, ja, eine gute Freundin ist das, mit der ich jetzt letztes Mal geschrieben habe. Genau. Ja. Ich möchte gern mal auf den Eiffelturm. Ja. Ich war als letztes in Rostock. Noch Fragen? Irgendwelche Fragen? Heute Morgen, als mein Freund auf Arbeit gegangen ist. Aber diesmal wirklich. Ja, diesmal wirklich. Und nicht mein Spiegelbild. Also ich persönlich, richtig beleidigt wurde ich das letzte Mal per SMS von meinem gerade getrennten Ex-Freund. Ja. Ja, ja. Ja. Das variiert immer. Ich sag jetzt einfach mal Luftschokolade. Also diese Schokolade mit den Luftteilen und ein bisschen so fluffig. Ich spiele gerade kein Instrument, aber ich habe eins gespielt, und zwar das Akkordeon. Joa, das kann ich von mir behaupten. Mein Lieblingsschmuckstück. Die hier. Die finde ich toll. Und meine Hello Kitty Ohrstecker. Ja. Aber die sind cool. Die sind toll. So, ja. Contenance. Rückengymnastik. Gestern früh. In der Rückenschule. Im Fitnessstudio. Das letzte Lied, was ich mitgesungen habe, ist Want to Want Me von Jason Derulo. Heute früh. Ja. Weil ich einfach Lust drauf hatte. Weil das Lied einfach so ist, so. Hat man einen Lieblingsanmachspruch? Hat man sowas? Den ich oft, ich sage extra oft, hier in Dessau gehört habe, seit ich hergezogen bin, ist, ich kenne dich irgendwo her. Aber prinzipiell immer. Immer. Und ich sage so, nein, geht nicht. Ich kenne dich irgendwo her, ja. Das ist so prinzipiell, ja. Ich habe ihn selber noch nicht, doch. Oh. Ich habe den auch schon mal benutzt. Eieiei. Aber nicht zum Anmachen. Also ist es kein Anmachstrom. Ja. Ich habe auch schon mal zu jemandem gesagt, ich kenne dich irgendwo her, aber nicht, um ihn anzumachen. Tata. Gestern, als wir Supernatural gestreamt haben, mein Freund und ich. Ja, da haben wir gechillt. Nein. Konsequent. Diese weltbewegenden, super interessanten Fragen sollen als nächstes beantworten die Elisa von Elisa und Kiwi, die Gitta von Kitty Sheep, Kitty the Sheep oder so, ich weiß deinen Nickname nicht, ich hab dich trotzdem lieb, und
Die anderen, die mir jetzt noch so einfallen, schreibe ich euch runter in die Infobox. Also guckt einfach mal fleißig mein Video und dann schaut ihr mal nach, wer sich da so versteckt hat zum Taggen. Das war das Video für diese Woche. Ein Themitag. Nächste Woche gibt es wieder ein Unterwegs in das Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm doch einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann abonniert mich einmal ganz schnell. Meine Facebook-Seite schreibe ich euch unten in die Infobox. Und dann geht's nächste Woche weiter mit Unterwegs in Dessau. Wieder mal. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und auf Wiedersehen.